Hey Leute, hier meldet sich nach einer Pause mal wieder Flus mit einem neuen Review. Heute zur K3 Dimenetta von. Also von. SL Leopard 47 gegiftet wurde. Und ja, sich einen Rune-Tuber gewünscht hat, da die Waffe jetzt schon relativ lang in meiner Inbox gelagert hat, mache ich die jetzt mal. Auch wenn ich noch einige X gekriegt habe von Rock My Aim und so. Die Videos sind auch schon aufgenommen, also ein Video zu M24A3, G36C, M417 sind schon aufgenommen und müssen nur noch mit einer Audiospur versehen werden. Das heißt, die werden in nicht allzu langer Zeit erscheinen, aber da meine Internetleitung zurzeit nicht so gerade der Burner ist und die Videos eine Ewigkeit zum Hochladen brauchen, ja, brauche ich halt immer Zeit, dass ich das hochladen kann und deswegen die großen Abstände und natürlich wegen der Schule. Also erwarte nicht, dass ich die jetzt in 2 Tagen nacheinander hochlade, aber es wird nicht zu ewig dauern. Nun denn, also die K3 ist eine MG, das man für 1050 GP kaufen kann. Schon relativ viel GP für eine Waffe für einen Tag, muss man schon echt sagen, aber naja, ob sich das lohnt, eine MG zu kaufen, ist mal abgesehen davon für Quarantänemodus oder für Fireteam. Ich meine, das sind ja MGs immer praktisch. Aber ob sich dieses MG auch für Public lohnt, ob das ganz witzig ist, das werde ich jetzt klären. Erstmal zu den Daten. Die Waffe hat 100 Schuss im Magazin. Und das Einzige, was man customizen kann, ist das Magazin. Ja, 100 Schuss reichen aus, also dennoch, was es extended braucht, egal, lassen wir das. Und ja, also ein Scope wäre natürlich schön, wenn man drauf machen könnte. Aber das kann man ja in Command Arms nicht auf die MGs, ich weiß nicht warum. Ob sie sich irgendwas Sinnvolles dabei gedacht haben, ich weiß nicht, aber mei. Vielleicht haben sie. Es gibt nur ein paar X-MGs, wo man Scope drauf hat. Schade eigentlich. Ja, und Schalldämpfer würde auf der Waffe herzlich wenig Sinn machen. Besonderheiten, die zur Waffe. Diese Waffe hat für eine MG ziemlich niedrigen Damage, nämlich von 40 Punkten. Bedeutet meistens 4-Hit-Kill, manchmal 3-Hit, aber meistens 4-Hit-Kill. Ja, und das ist nochmal die Schwäche der Waffe. Portability 35 Punkte, mein Gott, das ist ein MG, damit ist man nur mal langsam. Das gehört zum MG dazu. Und ja, ist nicht besonders viel, auch für ein MG nicht. Rate of Fire 82 Punkte, und das ist jetzt echt schon heftig, also das ist die höchste Fire Rate, die eine Nicht-SMG im Command Arms hat. Ist die gleiche Fire Rate, wie die P90 TR und normal hat. Aber mit mehr Damage. Also ihr seht, die Waffe hat an sich schon gar nicht mal so schlechte Ansätze. Accuracy liegt bei 58 Punkten. Mein Gott, ich verstehe eigentlich nicht, warum die MGs in CA so extrem ungenau gemacht haben, weil eigentlich haben MGs ja ziemlich lange Läufe und sind in Realität, zumindest wenn sie in kurzen Feuerstößen geschossen werden, eigentlich ziemlich genau. Aber, naja, gut, zu. Vielleicht ist es einfach nur Balancing-Gründe oder. Das war ihnen einfach egal. Ja, Recoil bei 73 Punkten und ja, der Recoil ist MG-typisch ziemlich hoch, gerade weil eben die viele Munition dazu verlockt, langen Dauerfeuer durchzuschießen. Ich meine, diese Waffe ist eine echte Spray-Waffe und sie ist ganz nett, wenn man hinter Gegnermassen kommt, dann muss halt nicht nachladen. Also, es ist nett, die Waffe eigentlich, was das angeht. Ja, Versionen dieser Waffe, es gibt noch die K3 SPW. Hat die gleichen Stats bis auf eine bisschen höhere Portability von. Das kann das hier nicht sein, die beiden Portabilities werden mir hier auf der Website gerade. Mit den gleichen Stats angezeigt, das ist falsch. Die K3 hat. SPW hat etwas höhere Portability. Oh mein. Man ist aber auch nicht wirklich schnell mit der anderen. Ja, die K3, die ist eine koreanische Waffe von Daewoo Precision Industries. Ja, genauso wie die K1,
A und die K2 von der gleichen Firma ist das eben die K3. Das haben, wie gesagt, K1 ist das Klappmaschinen, K2 ist das Sturmgewehr und K3 ist eben das Maschinengewehr dieser von der Firma. Also, naja. Besonderheiten dieser Waffe: Dieses MG ist nicht, kann mit zwei verschiedenen Munitions Magazinen, genau, benutzt werden, nämlich einmal mit dem Command Arms und für MG typischen Munitionsgurt oder mit einem Stangenmagazin von der K1A oder der K2. Ja, diese Waffe wurde eigentlich so inspiriert von der FN Minimi, die ja in Command Arms für den Arsch ist. Ja. Ist so. Und der M249 Saw, die es, soweit ich weiß, gar nicht in Command Arms gibt. Fehlt eigentlich. Warum die noch nicht da ist, wird echt mal Zeit. Ja, und die Minimi und die stehen eigentlich so ein bisschen in Konkurrenz, gerade was den Markt in Asien angeht. Ja, die Waffe benutzt 5,65 mm NATO-Munition, genauso wie die FN Minimi. Und ja, noch ein Grund, warum sie praktisch Konkurrent sind. Ein klarer Vorteil gegenüber dem M60 ist, dass sie wesentlich leichter ist, was doch ganz praktisch ist. Die Waffe kann mit einem Bipod, also einem Zweibein und einem Dreibein ausgestattet werden. Zweibein ist so das, was man aus Spielen kennt, wo man die Waffe eben aufstützt, und Dreibein ist, wenn man sie auf einem Fahrzeug montiert, ist beides möglich. Ja, die Waffe hat eine Fire Rate von 900 Rounds per Minute, also ganz schön viel. Und Effective Range von 800 Meter. Maximal Range 3600 Meter, also dann ist ja nichts mehr brauchbar. Und so wie es da steht, hat sie keine Möglichkeit, einen Scope drauf zu machen, was. Diese Waffe wird von Kolumbien, Indonesien, Korea und also Südkorea und Philippinen benutzt, aber Philippinen haben es inzwischen auch Minimi umgestellt, wahrscheinlich auch, weil man da wahrscheinlich einen Scope drauf machen kann, so genau weiß ich das nicht. Und das ist vielleicht schon echt ein Nachteil fast. Also. Naja, also über die Waffe gibt es keine so übermäßig interessanten Real-Life-Sachen. Mei. Ja, lohnt sich die Waffe zu kaufen? Jein. Ich fand sie echt ganz witzig. Also sie hat eigentlich schon ganz Spaß gemacht, man kriegt viele Headshots damit. Und sie ist für Accolades, wenn man einen Noob-Gegner hat, extrem praktisch, aber für. Man ist einfach so langsam damit, und für CWs oder sowas oder für alles andere, also SND und Elite Pro und so, eigentlich unbrauchbar. Also, Empfehlung der Waffe, jein. Das ist ganz witzig. Gerade für Fireteam und für Quarantäne ist es echt eine sehr gute Wahl, aber für Public. Mal zwischendurch, wie man sich von der Masse abheben will, okay. Aber ansonsten braucht man es nicht unbedingt. Jo denn, dann bis zum nächsten Mal. Euer Fluss.